Hallo und herzlich willkommen zurück bei Professor Layton vs. Phoenix Wright. Wir sind hier immer noch in der Planbahnstation, wo wir in der letzten Folge ja mit Sophie das Rätsel gelöst haben. Und ich würde sagen, wir untersuchen jetzt mal weiter hier den Raum mit der Gruppe. Denn wir sind ja zu dritt in der Gruppe und jetzt müssen wir auch noch mit dieser Gruppe das Haus der großen Hexe betreten. Suchen wir mal alles ab. Was ist das für ein Ort? Es sieht wie eine Abfüllanlage aus. Ich frage mich, was hier in diesen Kessel gemischt wird. Naja, vielleicht ist es ein Zaubertrank. Hey, riechen Sie das auch? Denken Sie, es kommt von der Flüssigkeit in den Kessel? Ich habe das Gefühl, dass ich das schon irgendwo einmal gerochen habe. Luke, es wäre vielleicht eine gute Idee, nicht zu viel davon einzuatmen. Deshalb tragen alle Leute hier wahrscheinlich Masken. Was? Denken Sie etwa, Sie tragen Gasmasken? Also dieser Raum könnte sehr gesundheitsgefährdend sein. Ich denke, wir sollten diesen Raum vorerst verlassen. Außerdem ist meine Nase verstopft. Herr Wright, dort ist eine weitere Tür am anderen Ende des Raums. Und es sieht nicht aus, als wäre dort giftige Gase. Ich weiß ja nicht, ob wir sie schon giftig nennen sollten. Egal, wir müssen weitersuchen. Also los. Gut, dann gehen wir jetzt mal dorthin. Komm schon. So. Ah. Ist das Blut? Es ist überall im Raum. Was ist hier nur passiert? Oh, nein. Einen Moment. Es scheint kein Blut zu sein. Hm? Hier, riecht ihr das? Es riecht wie die Flüssigkeit, die sie in dem Raum dort hinten herstellen. Oh ja, jetzt muss ich sagen, ich denke, das ist diese Flüssigkeit. Du meine Güte, das heißt, hier wurde niemand verletzt, richtig? Ich denke nicht. Trotzdem ist hier eindeutig etwas vorgefallen. Hm, Herr Wright, Sophie, hier drüben. Ist das ein geheimer Gang hinter dem Kronleuchter? Hey, guter Spürsinn, Luke. Ich frage mich, wo der Gang hinführt. Es ist stockdunkel. Also, wollen wir da rein? Natürlich. Wir sind mitten in der Untersuchung, oder doch nicht? Ja. Was ist denn los, Luke? Hast du Angst? Sie sehen das völlig falsch. Ich habe überhaupt keine Angst im Dunkeln. Es gibt gar kein Problem. Aber er zappelt, du Blöde. Alles klar. Ich bin direkt hinter Ihnen, Herr Wright. Ja, er hat Angst. Ich bin auch direkt hinter dir, Phoenix. Du hast auch Angst? Hm, Sophie? Na toll. Und mit wem laufe ich denn nach? Das wissen wir nicht, aber ich denke mir schon, wir wissen es sehr wohl. So, wir schauen uns mal ein bisschen um. Gut, dann wollen wir mal in den Geheimraum reingehen. Oh. Wer hätte das gedacht, dass hier unterirdische altertümliche Ruinen sind? Oh, dieser Ort ist atemberaubend, oder nicht? Seht euch diese hohen Säulen an und hier fließt ein Bach. Alles hier sieht recht alt aus. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Und das hat man eine Ruine? Oh, natürlich. In Labyrinthia gibt es keine überalternatümlichen Ruinen. Hm? Altertümliche Ruinen. Alles in Ordnung, Luke? Es ist nur, das erinnert mich an den Professor. Wäre er hier, könnte er jede unserer Fragen über diese Ruinen beantworten. Oh, richtig. Der Professor war ja Archäologe. Ja. Wann immer ich ihn brauche, kann ich die freundlichen Worte des Professors hören. Selbst jetzt kann ich seine Stimme hören. Professor. Ich auch. Ich habe das Gefühl, ich höre seine Stimme. Und Mayas Stimme. Ich denke, ich höre sie auch. Wenn ich so drüber nachdenke, es ist wirklich so, als ob wir sie wirklich hören können. Was?
Hier, wir sollten diese Seite untersuchen. Professor, hier drüben. Diese Stimmen, gerade eben, das müssen... Ja, es besteht kein Zweifel. Professor! Professor! Luke, was tust du denn hier? Ich... Professor, Sie sind es wirklich. Ich dachte, Sie kommen niemals zurück. Obwohl ich irgendwie daran geglaubt habe, dass der Zauber gebrochen werden kann, dachte ich manchmal, es wäre unmöglich. Professor... Es tut mir leid, Luke. Ich habe über einige Sorgen bereitet. Herr Layton, es geht Ihnen gut. Herr Layton, was ist mit Maya? Ich dachte, ich hätte Ihre Stimme gehört. Ach ja, keine Sorge, Herr White. Seien Sie versichert, Fräulein Faye ist nur... Nick! Hey, Nick! Maya, träume ich? Bist das wirklich du? Ja, der Professor und ich sind so echt, wie man nur sein kann. Du hast keine Ahnung, wie erleichtert ich bin. Wirklich. Ich war noch nie so froh, dich zu sehen. Es tut mir leid, Nick. Du musst dir ganz schön Sorgen gemacht haben. Es ist nur so. Naja, ich wollte irgendwas tun, um Sophie zu helfen, weißt du? Nein, es ist nicht deine Schuld, Maya. Es ist meine. Hätte ich dir nur schneller geholfen, wäre das alles nie passiert. Und du wärst nicht in diese Feuergruppe geworfen worden. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen, Nick. Es tut mir wirklich leid. Ende gut, alles gut. Alle hier haben ihr Bestes gegeben, das half uns, diese harte Zeit zu überstehen und hat uns wieder vereint. Daran glaube ich. Ja, Sie haben ja recht, Herr Layton. Absolut richtig, Professor. Die gute alte Logik von Professor Layton. Oh Gott, ich freue mich gerade irgendwie total voll, dass Sie sich wiedergefunden haben und mir drückt gerade auch ein Tränchen im Auge. Obwohl ich das Spiel schon mal gespielt habe, ist es einfach so wunderschön. Auch der Soundtrack ist einfach emotional passend. Logik, so glänzend, sie wandelt einen förmlich in Gold, nicht wahr, Professor? Sehr richtig, Fräulein Faye. Ich bin so froh, dass es allen gut geht. Maya, bist du verletzt? Hast du dich verbrannt? Und Herr Layton, wurde euer Arm wieder richtig angebracht? Uns geht es wirklich gut, Fräulein der Narrateur. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ja, sieh her, wir sind alle in einem Stück. Oh, das ist wunderbar. Sophie. Puh, Sophie sieht total erleichtert aus. Wir sind unverletzt, Fräulein der Narrateur. Bitte trocknen Sie Ihre Tränen. Schau, was du angerichtet hast, Nick. Alle sind rührselig und Sophie weint. Herr White, ein Gentleman darf niemals eine Dame zu weinen bringen. Wieso ist das meine Schuld? danke euch allen. Herr White, Sie hatten ein Auge für diese beiden, Sie hatten ein Auge auf diese beiden und haben sie in Sicherheit gebracht. Dafür bin ich Ihnen mehr als dankbar. Kein Problem, Herr Layton. Ich hätte es allein nicht geschafft. Luke und Sophie haben mir wirklich geholfen, als ich das am meisten gebraucht habe. Außerdem möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie Maya beschützt haben. Vielen Dank. Das ist nicht nötig, Herr White. Immerhin ist es die Aufgabe eines Gentlemen. Sorry, dass ich mal lachen muss, aber Professor Layton sagt das immer und immer wieder mit einem Gentleman. Das ist nicht nötig, Herr White. Immerhin ist es die Aufgabe eines Gentlemen, eine Dame zu schützen. Ich glaube, das ist wirklich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen den beiden. Nick, du solltest mal lernen, dich wie ein richtiger Gentleman zu verhalten. Ganz wie der Professor hier. Was? Naja, ich bin nicht so mir sicher, ob ich so ein Zylinder stehen würde. Herr White,
Es ist meine Ehre, wieder mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Egal wie schwer die Herausforderungen auch sein mögen, ich bin sicher, dass wir sie gemeinsam bewältigen können. Vereinen wir unsere Kräfte und lösen wir diese Mysterien Labyrinthias. Was halten Sie davon? Selbstverständlich, wir werden für Sophie bis zum bitteren Ende kämpfen. Herr Layton, ich freue mich schon, mit Ihnen zusammenarbeiten und diesen Unflug ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Es wird mir eine Ehre sein, Herr White. Yay! Ich verstehe, das ist also mit Frau Dorner passiert. Ja, deshalb denke ich, dass mehr hinter diesem Hexenprozess steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Aha, also hast du herausgefunden, dass mit der Feuergruppe etwas nicht stimmt. Die patentierte Nicke-Erkundungsmethode springt kopfüber in eine Grube und stelle es fest. Es ist gar keine, erprobt und bewährt. Meine Güte, danke. Jedenfalls sind wir so hier gelandet. Also, was ist mit der großen Hexe, der Sie begegnet sind? Wir wissen immer noch nicht viel über sie. Allerdings hat es den Anschein, dass sie uns an diesen Ort geführt hat. Sie hat uns von einem Ort erzählt, an dem der Schöpfer die Geheimnisse seiner Geschichte aufbewahrt. Der Anfang. Der Anfang? Ihr sagt, die Geheimnisse meines Vaters sind dort? Wie ich vermutet hatte, Sie haben noch nie von diesem Ort gehört, oder? Das ist richtig. Es ist auch das erste Mal, dass ich diese Ruinen gesehen habe. Ich denke, alles wird klarer werden, wenn wir dort ankommen. Labyrinthia, selbst die große Hexe. Es ist, wie die große Hexe es vorausgesagt hat. Es ist ein wenig beängstigend, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, dem auf den Grund zu gehen und die Geheimnisse von Labyrinthia zu enthüllen, wird alles verändern. Die Geheimnisse meines Vaters zu kennen. Sophie, ich denke, mein altes Selbst wäre nun wirklich verängstigt. Sie würde dem wahrscheinlich nicht weiter nachgehen. Aber ich muss stark bleiben. Ich muss die Wahrheit finden. Ich war die ganze Zeit so blind. Dank euch allen kann ich die Welt so sehen, wie sie ist. Deshalb möchte ich mit euch kommen. Wir lösen das gemeinsam. Ja, bereite dich vor, Sophie. Das wird ein Abenteuer, das du niemals vergisst. Hat das Abenteuer nicht schon angefangen? In Ordnung, Maya. Ich denke, das große Tor auf der anderen Seite dieses Traums sollte uns weiter ins Innere führen. Wenn das so ist, sollten wir die Untersuchung sofort beginnen, oder, Professor? Ja, das ist richtig. Ich muss sagen, ich habe dich schon lange nicht mehr so aufgeregt gesehen, Luke. Wirklich? Es kommt daher, dass es nicht erwarten kann, mit Ihnen ein paar Rätsel zu lösen, Herr Layton. Dann sollten wir nicht länger warten. Untersuchen wir das große Tor dort vorne. Machen wir das nochmal. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein. Ich will gucken, ob hier aber auch ein paar Hinweismünzen sind. Jawohl. Die würde ich ja gerne auch einsammeln. Hier hat dazu was zu sagen. Huch. Hinweismünze Nummer 2. Hier muss ja noch irgendwo hin. Ah, da. Jawohl. So, dann wollen wir mal das kleine Rätsel lösen. Wie seltsam. Hier ist kein Griff. Es sieht nicht so aus, als könnten wir das Tor einfach aufziehen. Oh, seht. Es sieht wie ein Schlüsselloch aus. Aber wir haben keinen Schlüssel. Hahaha, Nick, was würdest du nur ohne mich tun? Svari, der Professor und ich haben das im Nebenraum dort gefunden. Erscheint, als gehöre dieser Schlüssel zu diesem Tor.
Ja dann, wie wäre es, wenn er die großartige Maya ihre Magie spielen lässt und dieses Tor öffnet? Wartet mit Applaus. Nimm das. Was? Wo liegt denn das Problem, Fräulein Fay? Was ist los? Der Schlüssel passt nicht. Vielleicht ist er nicht echt. Mir gefällt dein erster Gedanke, dass der Schlüssel nicht echt sein könnte, anstatt zu anderen Tür zu gehören. Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Sehen Sie sich das hier genauer an. Es scheint, als wäre der Schlüssel Teil eines Rätsels. Ach so, ein Rätsel, sagen Sie? Der Weg, der uns bevorsteht, ist wohl nicht so einfach, wie wir erwartet hätten. Na dann, wenn es ein Rätsel ist, das gelöst werden muss, ist das Ihr Einsatz, Herr Layton. Nicht ganz, Herr White. Dieses Rätsel verlangt nach Ihrem Können. Meinem Können? Ihre unverwechselbare Art zu denken ist wesentlich für die Lösung dieses Rätsels. Keine Sorge, Sie schaffen das. Denken Sie daran, Sie haben viele Arten von Rätseln in Ihrer Zeit hier in Labyrinthia gesehen. Ich denke, Sie sind mehr als bereit für jedes Rätsel, das man Ihnen den Weg wirft. Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber wenn es Widersprüche in diesem Rätsel gibt, werde ich mein Bestes geben, diese zu finden. Oh, cool. Rätsel 57. Schlüsselfragen. Das gewählte Tor ist mit einem komplizierten Schloss verriegelt. Eine Inschrift auf dem Tor lautet, der Schlüssel ist der Schlüssel. Wie du weißt, hat Maya versucht, das Tor mit dem Schlüssel zu öffnen, aber der Schlüssel ließ sich nicht drehen. Sehr seltsam. Versuche, den Schlüssel aus verschiedenen Richtungen in das Schloss zu stecken. Dann wollen wir mal. Löse das Rätsel. Aha. Dieser Schlüssel lässt sich nicht drehen. Er steckt einfach fest. Maya hat recht. Es muss einen anderen Weg geben, das Schloss zu öffnen. Hihihi, du musst es nur einmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Vielleicht musst du es auch mal einfach den Schlüssel umdrehen. Genau, der Schlüssel zu dem Rätsel ist die Art, wie du den Schlüssel hältst. Hä? Moment. Hä? So klappt es auch nicht? Wir haben alles versucht, das Tor lässt sich nicht öffnen. Es muss einen anderen Weg geben, den Schlüssel in den Schlüsselloch zu stecken. Vielleicht sollten wir einen neuen Denkansatz finden. Ah, dieses Rätsel stellt alle anderen in den Schatten. Komm schon, Nick, jammer nicht herum. Benimmt sich ein Spitzenanwalt so? Wer jammert hier rum? Ach egal, vielleicht ist es wirklich die Erfahrung eines Anwalts gefragt. Moment mal. Hä? Ich kann Moment mal verwenden. Moment mal! Cool. Also, wir wissen noch nicht, was wir jetzt tun müssen. Das ist ein Problem. Haben Sie etwas entdeckt, Herr White? Ja, so könnte man das sagen. Wir haben das Problem völlig falsch behandelt. Deshalb konnten wir nicht erkennen, worum es in diesem Rätsel wirklich geht. Fantastisch, Herr White. Wir sollten einen klaren Kopf behalten und von uns von vorne beginnen, ja? Der Schlüssel ist der Schlüssel. Das sollte uns etwas über den wahren Zweck des Schlüssels verraten. Nein. Der Schlüssel ist im Schlüssel. Einspruch! Das wahre Geheimnis dieses Rätsels ist der Schlüssel selbst. Schaut euch den Schlüssel genauer an. Seht ihr diesen kleinen Wellen überall? Wir müssen nur das hier bewegen. Hier, der Schlüssel zum Schlüssel. Was machen wir jetzt? Denken Sie, was ich denke, Professor? Genau, diese Teile scheinen irgendwo hineinzupassen. Ein Rätsel in einem Rätsel. Ein Rätsel in einem Rätsel? Ah, Herr White. Das heißt wohl, dass der Bereich um das Schlüsselloch ist. Richtig, die Teile sind der Schlüssel um den Bereich um das Schlüsselloch in das wirkliche Schlüsselloch. Wandelrätsel. Cool.
Es hat sich herausgestellt, dass die Lösung für dieses Rätsel tatsächlich der Schlüssel selbst war. Die zerbrochenen Teile scheinen perfekt in den Bereich um das Schlüsselloch zu passen. Löse den letzten Teil dieses Rätsels, um weiterzukommen. So. Dann wollen wir mal. Das ist nämlich ein sehr einfaches Rätsel. Das kann man, da kann man nicht versagen. Ups. Na komm. Bam. Ich erwarte euer Urteil. Ha, der Meisteranwalt meistert das Rätsel. Gut kombiniert. Der Schlüssel passt perfekt ins Loch, nachdem man ihn in kleine Teile zerlegt. Sobald sich das gewaltige Tor öffnet, kannst du ein weiteres Rätsel spüren, das darauf wartet, gelöst zu werden. Oh, das war spitzenig. Wer hätte gedacht, dass der Schlüssel eine ganz andere Form haben könnte? Das nenne ich mal über den Teller hinaussehen, Herr White. Oh, ich liebe diese Musik. Jetzt können wir diese Ruinen weiter erkunden, Phoenix. Ich denke nicht, dass ich allzu viel getan habe. Auch ich möchte Ihnen danken, Herr White. Fertigkeiten wie die Ihre sollte man nicht unterschätzen. So viel kann ich Ihnen versichern. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir diese Mysterien-Labyrinthias ergründen. Absolut, Herr Layton. Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir zusammengearbeitet haben. In der Tat. Ich war in der letzten Zeit leider etwas wenig lebendig als üblich. Ist doch egal, es hat ja geklappt. Und alles dank unseres goldenen Arms des Professors. Ja, aber wir haben den Arm nur zurückbekommen, weil der Pfandleiher ihn ausgehändigt hat. Wir hatten großes Glück, so viel ist sicher. Sagten Sie, mein Arm wäre von einem Pfandleiher zurückgegeben worden, Herr White? Wie kam es denn dazu? Keine Sorge, Herr Layton. Das tut jetzt nicht zur Sache. Wollen wir weitergehen? Ja, gute Idee, Herr White. Gehen wir, Professor. Man merkt, der Professor ist neugierig. Was? Diese Statuen brennen. Ich würde sagen, wir sind auf eine weitere raffinierte Vorrichtung gestoßen. Hey Luke, Sophie, seht euch das an. Diese Pflanzen glühen. Fräulein Maya, das ist Leuchtmoos. Es sieht zwar so aus, als würde das Moos im Dunkeln leuchten, aber das ist gar nicht so. Es reflektiert nur das Licht aus der Umgebung. Für seine ungewöhnlichen Zellen sorgen für den grünen Schimmer. Also ist das nur reflektierendes Licht? Ich muss sagen, das war eine äußerst detaillierte Erklärung, Luke. Selbstverständlich. Immerhin bin ich der Lehrling des Professors. Was er immer wieder betonen muss. Luke, sieh mal. Wenn du deinen Finger ins Moos steckst, leuchtet er. Ich würde sagen, wir versuchen Folgendes. Ich schmiere dich von oben bis unten mit Moos voll. Halt still. Du hast dann ein helles Köpfchen, ganz wie der Professor. Maya. Nein, nein, das ist nicht lustig. Bitte legen Sie den Klumpen Moos weg, Fräulein Maya. Ah, sie lacht. Naja, Lachen ist wohl die beste Medizin, was? Da haben Sie völlig recht, Herr White. Es wird Zeit, dass wir hier mehr fröhliche Gesichter sehen. Ja, absolut. Nachdem wir alle wieder zusammen sind, haben wir auch wieder einen Grund zur Freude. Herr White, lassen Sie ein wenig entspannen. Wir können diese Ruinen fürs Erste allein erkunden. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao!